Hey Leute, willkommen zurück zu ICO. Ja, ich habe das Spiel nochmal geladen, wie ich dachte. Und ich habe was rausgefunden. Ja, ich habe wohl doch nicht so ganz falsch gedacht beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, als ich die Bombe geworfen habe. Und zwar hier, diesen Turm kann ich zum Einsturz bringen. Deswegen, ich habe es nochmal geladen, weil ich es euch zeigen wollte. Muss ich einfach hier hingehen. Ja, zünd mal an, okay. Okay, und... Klappt's? Jawohl. Sehr schön. Das war übrigens Versuch Nummer 5. Ja, schön. Die anderen habe ich rausgelassen natürlich, weil... uninteressant. Jetzt stellt sich mir aber immer noch die Frage, wie kann ich Yoda hier rüberholen? Weil da vorne diese Brücke ist ja immer noch oben. Diese Brücke. Diese Brücke. Genau die da. Wenn die Kamera sich wieder so toll dreht hier. Vorsicht. Wie kriege ich die rüber? Ihr seht ja, wenn ich dran schlage, dann. Na komm schon. Vielleicht nochmal mit der Bombe, dann mache ich das halt eben nochmal, aber. Hier war ich jetzt auch noch nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Ach so, ja. Dann muss ich das wohl erstmal hier so erledigen, rüberklettern und so. Also rauf und rüber. Weil Yoda kann ja wohl schlecht hier hoch. Warte mal. Vorne geht's wieder runter. Hier haben wir eine Kiste. Ach, seht mal, daneben geht's wieder rauf. Hier. Da. Und da ist ein Hebel. Ach ja. Ist vielleicht gar nicht so kompliziert im Endeffekt. Warte mal. Ips. Was ist das daneben, bitte? Ist das hier? Ist das hier dann Aufzug, ein freihängender? Weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich halte nichts von solchen Konstruktionen, die da so frei rumhängen. Das könnte Probleme geben. So. Lass mal hier den Hebel ziehen, was auch immer er bringt. Aha! Toll. Was auch immer. Wir haben eine Kette! Da geht's nicht weiter. Na ja, gut, dann gehen wir mal wieder ganz zurück. Eieiei, immer dieses Hin und Her hier. Am Ende muss ich sie mit dem Aufzug dann noch rüberholen, ja, oder? So. Nochmal zu den Aufzügen. Ich mag Aufzüge tatsächlich nicht. Aber nicht, weil ich Klaustrophobie habe, sondern weil ich sie nicht mag. Da wird es mir immer ganz mulmig. Weil sich was bewegt und ich es nicht sehe. Ui. Uhaha. So, so lang? Nee. Lass doch mal. Der zieht immer viel zu lang. Da drückt man einmal kurz und er ist dann eine halbe Stunde lang am Rumwuchten an dem Teil. So. Was bewegt das? Okay. Ja, ist okay. Definitiv. Spring doch. Ahahaha. Oder vielleicht auch nicht. Lass dich einfach runterfallen. Das wäre eine Idee wert. Hui. Und schwingen, schwingen, einfach schwingen. Oh. So, wo ging's zurück? Hier, ne? Wop, Steißbeinbruch. Das fühlt sich bestimmt auch gut an. Ich muss noch irgendwie diese blöde Zugbrücke runterbringen bei Yoda. Ah, was ist denn los? Ich bin da eben gar nicht an der tödlichen Kante gewesen. Mensch, Ico. Vielleicht einfach mal springen und dran schlagen. Du blödes Teil. Die will nicht. Es hat bestimmt irgendwas mit dem Ding hier zu tun, könnte ich wetten. Oder? Oder nicht? Oder doch? Oder nein? Oder vielleicht? Ich weiß es doch nicht. So, gehen wir nochmal rauf. Einfach aus gut Glück. So, da. Daneben dieses Seil, was darunter hängt, das macht mich auch so ein klein wenig stutzig, aber ich glaube nicht, dass das was mit der zu tun hat. Oder vielleicht einfach mal irgendwie oben den Knoten lösen. Wenn ich da raufkommen würde. Nein. Das gibt's doch nicht.
Irgendwas muss hier doch machbar sein. Ah. Warte mal. Ach, ich bin so dollpatsch. Hätte ich doch gleich mal drauf kommen können. Vielleicht mal einfach dagegen springen oder sowas. Das wäre natürlich ein Plan. Vielleicht springe ich jetzt auch in meinen Tod, aber... Ach ja. Ach ja. Das Spiel trollt mich. Manchmal doch ein bisschen. Aber ich glaube, den Hopser müsst ihr doch schaffen, oder? Na komm. Komm, zieh sie doch wenigstens rauf. Sei doch mal ein Gentleman, Ico. Eieiei. Aber das Rätsel wäre jetzt auch gelöst. Na, das war bis jetzt schon ziemlich anspruchsvoll, obwohl es alles nur in einem Raum gespielt hat. Andere sind dann ein bisschen schwieriger. Oh, oh nee, das Geräusch, das kennen wir doch. Komm schnell. Schnell, schnell. Ja, komm doch schnell. Hinter dir die Monster. Und jetzt, mach sie tot. Mach sie alle tot, Yoda. Schön. Dann würde ich sagen, das hätten wir hinter uns gebracht. Ach, ist das schön. Ja, mir fehlt immer noch dieses andere, diese Westarena, gell? Mit diesem Licht, das fehlt mir immer noch. Ach, sieh mal einer an. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Und da vorne ist immer noch die Zugbrücke oben. Ich denke mal, das ist unser nächster Job. Aber, oder finden wir jetzt hier draußen schon das Nick? Ah, seht mal! Geile Sache. Das ist doch bestimmt zu, oder? Ich sehe es jetzt von hier aus nicht. Aber ich werde den Teufel tun, um dort hinaufzuklettern. Ah, genau, seht ihr, das ist das westliche. Und unten leuchtet schon ein Torflügel. Leute, ich freue mich. Dann haben wir bald das Tor geöffnet und dann sind wir eigentlich schon draußen, oder? Naja, gut, ich freue mich einerseits, andererseits ist das Spiel dann wahrscheinlich auch leider bald zu Ende. Bisschen schade ist es ja schon, also bis jetzt, ne? Ein schönes Spiel, kann man schon sagen. Sehr minimalistisch, aber nichtsdestotrotz sehr gut. Habe ich jetzt, glaube ich, schon sehr oft gesagt. Ich denke mal, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber es werden mir bestimmt einige zustimmen, dass es so ist. Und dein Zauber, bitte. Wieder reinstürmt, Mensch, warte mal. Ich bin doch dein Ritter in ohne Rüstung. Ohne strahlende Rüstung. So, ne, auf der Leiter kann man sie tatsächlich nicht rufen, glaube ich. Bonsoir. So, sag bloß, das ist genau dasselbe, nur spiegelverkehrt. Dann wär's ja Pipifax. Nö, ist es aber nicht. Dann müsste die eine Seite ja theoretisch jetzt auf sein, aber ist sie dann wahrscheinlich auch wieder nicht. Nope, ist zu. Und zwar? Und hier gibt's auch keine Couch. Aber Fackeln. Warte mal, die nehme ich mir mal vorsichtshalber mit. Oh, wo ist sie denn hin? Ist sie schon wieder runtergesprungen? Ach nee, da ist sie. Ja, eigentlich. Nee, ich nehme sie mit. Komm. Nicht, dass du mir verloren gehst. Das Schwert holen wir uns später einfach wieder. Sind ja noch zwei. So, geht's hier weiter? Na. Nö. Ich hab's so gewusst. Na, ich hab's nicht gewusst. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Aber nö. Nö, nö, nö. Na. Ach so, wechselt man, genau. Na. Ich schlage aus Wut gegen die Wand. Und da tut mir nur die Hand weh danach. So. Spring hoch und zack. Hallo? Ich habe gesagt, zack, Kumpel. So geht das. Zack. Jetzt machen wir gerade noch die andere Seite und dann hole ich mir gleich eine Fackel. Weil ansonsten ist das sinnlos. So, na, 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 na. Hörnchen, man. Okay. Ja, da gehen wir ein bisschen zur Seite, sonst kriegst du vielleicht noch was ab. Das wollen wir nicht. Uah. Das hätte sie eigentlich genau quer durchtrennen müssen. Die Arme. So, wunderbar. Komm mal mit.
Ich will dir was zeigen. Aber schreie nicht. So. Och nö. Dann lassen wir das, glaube ich, nochmal ganz kurz mit der Fackel. Na, holt's euch, holt's euch, holt's euch. Komm schon. Na, so habe ich's nicht gemeint. Hau ab, du blöder, stinkender Schatten. Au, 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 au. Steh auf, steh auf. Jawoll. Wollt ihr was, hä? Wollt ihr was, wollt ihr was? Blödes Vieh. Komm, Jorda, weg von denen. Die sind böse und gemein. Boah, wie viel da jetzt auf einmal wieder kommen? Ist auch nicht sehr clever, dass du genau an mir vorbeiläufst, weißt du das? Nö. Du willst doch nicht. Doch, willst du. Du willst also sterben, Clown. Oh, steh auf, steh auf, steh auf. Halten die mehr aus, oder was? Normal sind es drei Schläge mit dem Schwert. Wollt ihr mich verkohlen, oder wie? Oh, die sind aber auch feige, mal ganz ehrlich. Ihr seid doch ein paar kleine feige Schisshasen. Oh, ja, komm, lande mal. Wie sieht's aus, du? So. Jetzt ist Ruhe. Jetzt kann ich endlich mal eine Fackel nehmen. Komm jetzt. Jolla. Oh, jetzt reagiert sie wieder nicht. Na komm. Alles wieder gut. Papa hat Heile gemacht. Oh, da sah ich schon Wasser. Warum war da Wasser? Ja, deswegen wieder. Weil ich da nicht wieder hochkomme. Och Mann. Also doch genau dasselbe nochmal in grün. Also nochmal hier. Zack. Na, 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 na. Und dann nochmal hier. Schauen wir mal. Ich muss da, da, da. So. Dann nochmal hier. Und hier. Ja, dann müsste ich es eigentlich ja schon haben, so gut wie. Och man, jetzt bin ich eins zu weit geklettert. Ich sag ja, er reagiert dann auch zu spät, wenn man nicht rechtzeitig loslässt. Oder noch ein bisschen länger drückt, dann ist es schon Geschichte, das ganze Spiel hier. Ups. Er macht halt immer so zwei Animationen hintereinander, kommt es mir vor. Das ist ein bisschen. Ja, seht ihr, ich habe schon längst losgelassen. Naja. Ich will nicht meine Unzulänglichkeiten auf das Spiel schieben, aber das stimmt in dem Falle. Oh, schon, dass das Spiel dran schuld war. Beziehungsweise die doofe Steuerung manchmal. So, dann hier loslassen. Wow. Und so rauf mit dir. Ja, dann hätten wir es doch gleich. Endlich. Es wird mal langsam wieder Zeit für eine Couch, oder was meint ihr? Ja, das wird's wohl. Ist da oben was? Eine Couch vielleicht? Nee. Wäre auch zu gut. So, und unten. Sehr schön. Wo ist denn der Hebel, bitte? Ich möchte einmal das Wasser abstellen. Och ja. Och nö. Nee. Nee. Jetzt nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft, Leute. Brauche ich jetzt etwa hier eine Bombe oder was? Das kann nicht deren Ernst sein, oder? Och, nö. Dann halt auf die andere Seite, ne? Oder kann man mit dem Schwert vielleicht das Zeug durchkloppen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann nehme ich halt doch wieder das Schwert und gehe erstmal auf die andere Seite. Manno! Wie blöd. Na komm. Erstmal schön im Kreis gelaufen. Oh komm, jetzt schnauf nicht so, Jorda. Ich tu dir doch nicht weh. Und du hast die ganze Zeit ausruhen können. Wir mussten da hochsteigen, ne? Es war sehr viel anstrengender. Ach ja, da ist eine Couch. Das ist toll. Das freut mich doch. Oh, warte mal. Muss ich sie wieder... Ja, ich muss sie wieder da rauf und dann da... Ja, okay. Machen wir das noch, bevor ich jetzt speichern gehe.
So viel Zeit muss sein. Und zwar. Sepp, komm. Na komm. Wahrscheinlich kommen jetzt auch wieder die Schattenviecher, oder? Die waren beim letzten Mal auch hier, als ich das gemacht habe. Yay. Na wunderbarstens. Und? Wo bleibt ihr? Ich weiß es doch schon. Na? Wann kommt ihr, ihr kleinen Schelmer? Und hüppala! Uah, das macht er gar nicht. Okay. Ich dachte, der springt jetzt gerade hier über die Leiter drüber. Na komm. Tatsächlich, die kommen nicht. Ich glaub's gar nicht. Haben sie es jetzt aufgegeben schon? Nö. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe gerade mein Vertrauen in die Monster verloren, so ein bisschen. Yay! Ach ja. Na, da kommen sie doch. Da kommen sie doch, die kleinen Lieben. Na kommt. Kann ich euch noch verprügeln mit Feuer? Habt ihr bestimmt nicht so gerne, oder? Komm mit. Nein! Yoda, komm mit! Schnell, schnell, schnell! So. Stinkendes Vieh, dich hau ich zuerst kaputt. Lass sie in Ruhe. Au, 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 steh auf, steh auf! Du Stinker. Lass sie! Der weg mit euch, sag mal. Ihr seid wieder so penetrant heute, ne? Ja, ja, ja. Das können wir alles. Weg mit ihr. Ich find's gut, dass ihr jetzt erst mich hauen wollt und nicht Yoda fangen wollt. Das finde ich extremst nett von euch. Ach, jetzt. Hau doch mal ab. Na komm. Ich hol mir mal kurz mein Schwert wieder. Was meint ihr dazu, hä? Gefällt euch das? Dann mal gleich sehen. Hau. Weg mit dir. Oh, und mit euch. Au, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, schnell. Ihr seid so dumm, wisst ihr das? Ihr seid so dumm. Und die sind aber nicht so dumm, weil die springen über mich und dann kommen sie. Ja, dumm, wenn man nicht lang fliegen kann, ne? Boom. Jetzt gebt doch mal auf. Okay, 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 ich nehme alles zurück. Mit dem Schwert ist es doch um einiges leichter. Na? Ja, wenn man die Muße hat und das abpassen kann, dann geht's echt fix hier mit dem Umknüppeln. Einfach warten, bis die Viecher wieder aufstehen. Na, kommst du eh gleich runter, du Blödes. Zögerst doch nicht so lange hinaus. Also können wir das auch machen. So. Du wart mal, Mädchen. Ich komm gleich wieder. Nein, du wartest. Hab ich gesagt. So. Da bin ich schon wieder. Warte. Natürlich kommt sie mit. Und war? Nee, ich mach das jetzt schnell alleine. Ich lasse sie mal ganz kurz hier drinnen. Ich denke mal nicht, dass sie in den 1-2 Sekunden da verschleppt wird, wo ich hier draußen bin. Hui! Und dreh mal ganz kurz diesen komischen Apparello, was auch immer er bringen mag. Oder was. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Wie so eine große Satellitenschüssel einfach mal. Oh Gott, das dauert ja ewig. Das dauert ja ewig. Schieb, schieb, schieb. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder hätte ich vielleicht ein bisschen weiter außen? Egal, ich ziehe das jetzt durch. Schieb, schieb. Ja, außen hätten wir wahrscheinlich eine größere Hebelwirkung gehabt, aber ob es das so beeinflusst hätte hier? Ach komm, ich probier's jetzt einfach. Oh ja, ein bisschen schneller geht's. Naja, gut. Und dann auch diese Sounds dazu, das kommt mir fast schon ein bisschen Alien-mäßig vor, muss ich sagen. Hoch, wo geht's denn da hoch? Das geht mal hier.
Daneben geht's nicht hoch, ne? Na gut, dann machen wir das mal hier. Ach so, das war ja wie im anderen, in der anderen Arena, oder? Da war es ja ungefähr genauso. Und da ist eine Kette. Eine Kette. Schalalala. Und es geht ganz nach oben. Na gut, wie gesagt, Yoda wird noch ein bisschen alleine zurechtkommen. Ach ja, da ist dieses blöde Teil hier. Ich kann es natürlich nicht zerstören damit. Uhaha. Uppala. Ja, ich überziehe jetzt mal ganz kurz, weil ich habe letztes Mal zu wenig gemacht, ist mir aufgefallen. Ah, warte mal. Deswegen mache ich jetzt mal hier. Ich komme mir manchmal so ein bisschen verarscht vor, ne? Von dem Spiel. Jawohl. Knallerpeng gemacht. Jetzt muss ich nur noch die andere Seite runterlassen. Es müssten aber auch wieder Seile hier oben sein. Und, hepp. Und, na, spring. Zack. Sehr gut. Yay. Wupp. Was war das? Ach, das war der Hebel, dieser Knopf quasi. Ah ja, und dann kann ich das Wasser abstellen. Sehr schön, sehr schön. Zu meinem Glück würde mir jetzt nur noch eine Bombe fehlen, glaube ich. Oder brauche ich die überhaupt? Ja gut, ich muss wahrscheinlich Yoda hier durchschleppen. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Kann ich hier rüber? Das wäre toll. Nee, natürlich nicht. Wop, 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 wop. So, wo komme ich jetzt hierher? Ah, ich will eigentlich nicht den Raum verlassen. Wir wissen ja, was sonst wieder passiert. Ja, da sind Bomben. Sehr gut. Nehme ich mir mal kurz eine mit. Und platziere die, glaube ich, schon mal. Ja, wo platziere ich die jetzt eigentlich? Ich bräuchte eigentlich. Oder? Wow, brauche ich überhaupt eine Bombe? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, Leute. Weil hier komme ich ja, glaube ich, nur zu diesem Wasserlauf. So eine Fackel? Sehr gut. Dann habe ich mir eigentlich schon den Weg gespart. Oder so. Nee, ich mach das mit einer Fackel. Das wird sonst zu knapp, denke ich, von der Zeit. Wenn ich da jetzt mit der Bombe rüberwackle und die da hinschmeiße, dann muss ich ja. Nee. Dann muss ich da zu viel hin und her laufen und so spare ich mir das ein bisschen. Aber warum da so viele Stöcke liegen, frage ich mich, weil ich kann die ja schlecht wegwerfen, oder? Brennen die irgendwann aus? Das ist mir auch noch nicht bisher. So, und mach Peng. Schnell. Kebam. Wo komme ich da jetzt hin? Wenn es jetzt der Wasserlauf ist, dann war es ja, wie gesagt, nicht so sinnvoll, oder? Ja, ist es aber. Ist es aber. Ja, das war's auch. Na toll, das war jetzt total sinnlos, oder? Warum habe ich mir da. Es sei denn, ich brauche hier noch eine Bombe später. Deswegen nehme ich mir doch mal eine sicherheitshalber mit. Aber jetzt habe ich, glaube ich, wirklich genug überzogen, das Video, oder? Was meint ihr? Hoppala, wollte ich ja gar nicht. Nein, ich wollte da unten nochmal. Na komm, die Bombe hole ich mir noch und dann mache ich einen kleinen Cut hier. Was soll's? Deshalb würde ich sagen, ich schmeiß die einfach mal über das Geländer, die Bomben. Wenn es überhaupt geht hier. Weil ich kann die ja schlecht mit runternehmen, glaube ich, oder? Na komm, einfach mal zack. Und zack. Und noch eine. Zack. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, hier mache ich mal einen kleinen Cut. War lang genug, die Folge. Ihr wisst ja Bescheid, wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge gerne einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter und ja, hoppala. Ich sag dann schon mal bis zum nächsten Mal mit Ico.